Willkommen zu einer weiteren Folge des Wiener Stadionvlogs, Ausgabe Nummer 6. Heute, wie schon im vorherigen Video angegeben, ohne Amir, ist leider nicht da. Aber ich treffe mich jetzt direkt mit unserem Gewinner, mit dem Jimmy, und dann werden wir ein geiles Match erleben. Wie ihr seht, den Jimmy schon getroffen. Meine Begleitung heute statt dem Amir. Kulinarischen Tipp der Woche lassen wir natürlich nicht aus. Nur der heutige kulinarische Tipp hat es in sich, denn es ist nicht nur ein kulinarischer Tipp, sondern es ist ein Zeitspartipp. Wir alle lieben Ferhat Kebab. Wir alle vergöttern es mittlerweile schon. Aber 40 Minuten auf den Döner warten, vor dem Match auch noch. Deshalb der Geheimtipp: geht's zu Kötzle. Ähnlich gute Qualität. Laos Brot direkt aus dem Ofen. Die haben einen eigenen Bäcker da. Ihr werdet es gleich sehen. Unweit vom Räumerplatz. Wir sind hier in der Erlachgasse und vorne am Eck ist das Lokal schon. Jetzt gönnen wir uns mal einen Teil. Sind schon da. Servus. Hallo, servus. Und wie bevorzugst du den Türen? Mit allem ohne Schaf. Mit allem ohne Schaf? Ja. Servus. Dann bestellen wir mal. Dürüm ist checkt. Wie es Fair hat natürlich empfiehlt, nur Fleisch, ganz klar. Und jetzt lassen wir es sich mal schmecken. Schon am Weg zum Stadion. Europacup Spezial, ihr wisst. Heute tausende Legia-Fans da. Bekannt für ihre Gewaltbereitschaft. Über 1000 Polizisten auch im Einsatz heute. Hoffentlich wird nichts sein. Hoffentlich erleben wir ein friedliches Match und sehen die Austria weiterkommen. So, Dürüm ist verputzt. Jimmy, wie war's? Sehr gut, ja. Also wieder zu Kötzle, oder? Auf jeden Fall, beim nächsten Match wieder. Sehr gut, gute Entscheidung. Also wie ihr seht, wir sind noch im Zentrum des 10. Bezirks. Räumerplatz, ganz klar. Ich glaube auch ganz gut zu erkennen. Bewegen uns jetzt mal in die U-Bahn bis Altes Landgut und dann sind wir schon gleich beim Stadion. Prediction folgt dann gleich. Wie man sieht, Verteilerkreis bummvoll schon. Wird heute ein Europacup-Tag für die Wiener Clubs. Für den LASK vielleicht auch ein bisschen interessant, weil Breda Bick gegen Mostar spielt. Wobei 6-2 haben wir gerade vorher geschaut, war das Hinspielergebnis für Mostar. Also LASK wird sich auf Mostar im Playoff einstellen können. Und die Austria wird sich ziemlich sicher, was glaubst du? Wird es Omonia oder wird es doch Omonia? Omonia? Omonia. Omonia, danke. Oder Mittelland. Ich hoffe, dass Omonia wird, weil die am Papier leichter zu schlagen sind. Dann hoffe ich das auch für dich auf jeden Fall. Heute drücken wir der Austria live im Stadion die Daumen. Wir haben letzte Woche schon bei Dinamo Zagreb und AEK Athen schwere Ausschreitungen erlebt. Vor dem Spiel, abseits vom Platz, zur Grieche ums Leben kommen. Sowas hat im Fußball einfach nichts verloren. Und die Leute sollten wir eigentlich aussortieren, ganz ehrlich. Und ja, hoffen wir, dass heute ruhig zugeht. Dass wir ein gutes Spiel erleben. Wie ist deine Prediction für heute? 2-0 Austria. 2-0 Austria, da spricht das Veilchen aus ihm. Da schließe ich mich an. Ich sage allerdings, es wird ein 2-1. Rückstandssieg, Legia wird in Führung gehen und dann kommt Dominik Fitz und macht den Doppelpack heute. Drin sind wir! Stellen wir uns gleich an, holen unser Bier, oder? Ja. Hört sich so. Ja, wir haben heute ganz gute Plätze und werden uns da gleich hinbegeben, werden euch dann gleich mal den Blick aufs Stadion, auf den Auswärtssektor und Co. zeigen und dann sehen wir uns bei gemäßigter Lautstärke. So, die Austria ist schon beim Aufwärmen. Langsam kommen auch die Auswärtsfans. Die hat man bis jetzt nicht reinlassen, scheinbar. Unsere
war ja heute falsch, oder? Jetzt dreimal beim Polster probiert. Lass dich nicht untergehen, der. Ja, der kassiert halt sicher noch. Gelb in der ersten Halbzeit, das Ding. Ach, nochmal, kommt. Halbzeit leider. Jimmy, wie hast du es empfunden? Naja, war eine ziemlich hart umkämpfte Partie bis jetzt. Aber Austria hat doch nicht so viel schlechter gespielt, oder? Ja, wir sind halt auch schwer in die Partie gekommen, jetzt. Am Schluss. Naja, dieser Kopfball hätte rein müssen einfach. Ja. Hoffen wir, dass die Austria jetzt ein anderes Gesicht zeigen kann und wir noch mindestens zwei Tore sehen. Komisches Spiel ohne War. Nur mit einem Arsch Schiri, oder? Ja, stimmt leider.
gerade noch die Offensivaktion nach vorne für Austria und jetzt 3-0 dann. Im Stadion, das ganze Stadion steht zum Teil 1-3 der Stand. Der Schiri kennt nur gelbe Karten aktuell für Austria. Für Legia kennt er die scheinbar gar nicht. 2-0, vermutlich abseits sogar, aber es gibt hier kein VAR in dieser Quali-Runde. Echt erbärmlich und ein Armutszeugnis für den modernen Fußball, das muss man so ehrlich sagen. Jetzt hoffen wir, dass die Austria noch mindestens eines, im Bestfall zwei Treffer macht. Das schon geil, das schon, oder? Selbst du als Austrianer musst sagen, wie geil ist das? Schaut uns an, was die aufführen. Die haben die Böller gratis gekriegt, alle. Im Chat kriegt man ja auch ein bisschen günstiger. Da müssen wir uns am Räumenplatz einkaufen. Stand aktuell. Die Austria hat jetzt noch 84. Minute, 6 plus 5 schätze ich. Und hoffentlich machen sie es noch. Scheiß-Tor, das gibt's doch nicht, oder? Wahnsinn! Und Austria, ein paar Minuten geht's noch. Rot für Austria, jetzt kochen die Emotionen. Und
unnötiger Stress auch. Hätte er sich sparen können. Obwohl ich sagen muss, es war ja nicht mein erstes Austria-Match. Nee, nicht, aber in der Konstellation. In der Konstellation war es ein ziemlich spannendes Spiel. Es hat irgendwie gepasst, aber trotzdem mit schlechtem Ausgang. Einfach windig. Wenn der Jukic die Rote nicht holt, dann geht man über Legia drüber, oder? Jetzt ganz ehrlich. Glaubst du nicht? Ich hätte in der Situation hätte ich genauso wie der Jukic reagiert. Ah, Jimmy. Ich bin ein ziemlicher Hitzkopf. Alles gut, aber... Echt schade. Natürlich war es unnötig, das ist keine Frage. Sagst du's? Also, das war es leider mit der internationalen Saison für die Austria. Ich kann nur hoffen, dass die Rapid das jetzt noch in Debrecen macht. Brauchen wir sie nicht länger anschauen, wie die feiern. Die Austria hat super gekämpft, ist immer wieder zurückgekommen. Und ich hoffe, wir sehen am Sonntag eine Austria, die wieder mit dem Kopf nach vorne, mit dem Kopf nach oben da ist und die BRC-Parole bietet. Und Leute, nicht vergessen, wie angekündigt, wir verlosen unsere zwei Abokarten für Sonntag für den BRC. Wir haben ein kleines VIP-Spezial für euch und schreibt das einfach in die Kommentare, wer dabei sein will. Und wir checken das dann schon spätestens Samstag, ja? Danke.